Willkommen zurück zu Blake Inc. Es geht weiter im Hauptspiel. Mit dem Pilz natürlich. Jetzt auf Mega Brutal. Wie man hört, bin ich leicht erkältet. Okay, das sieht erstmal alles ganz gut aus. Jetzt Mega Brutal Pilz. T. Warum eigentlich nur? Mega Maschnom. Und ab dafür. Willkommen bei Blake, deine Wahl, Pilz. Let's go. Wir starten in Ägypten. Und dann verteilen wir doch erstmal schon mal ein paar Punkte hier auf Wasser. Eins. Yay. Okay, komm, okay. Ja, Mann. So, und ab geht er. Pilzkrankheit, typisch weiß. Bla, bla, bla. Komm. Dr. Freeman, bla, bla. So sieht's aus. 4 Punkte. 7 Punkte. Nee, reicht noch nicht, aber jetzt 8 Punkte. Vögel 1. Bam. So, dann kommt natürlich Wasser 2, Rätsel bei den Olympischen Spielen. Kann ich nicht ändern. Komm schon, gib ihm. Mehr Punkte, sofort. Wasser 2, 14 Punkte, gut. Das haben wir ja gleich. Ah, Zystensymptom mutiert. Okay, lasse ich drin. Wasser. Dann geht's direkt weiter mit Kälteresistenz. 7 Punkte. Bla 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 bla. Come on. Yep, there you go. Und Kälteresi 1. Kälteresi 2, 12 Punkte. Nehmen wir mit. Komm. Hätte nie die ganzen Leute getötet, das weiß ich nicht. Wasn't me. Okay. Und Kälteresi. Fuck. 1 Punkt noch. Yay. So, dann auf jeden Fall Arzneimittelresistenz. 11 Punkte, wenn ich es richtig gesehen habe. Müsste so sein. 11 Punkte. Schlafstörungssymptom kannst du auch haben. Ich entwickle mal nichts zurück. Mal gucken, ob das machbar ist. Müsste eigentlich so sein, ja. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus, of course. Ägypten startet die Arbeit an einem Heilmittel, of course. Solange es nur Ägypten ist. Komm, ich brauche mehr Punkte. Sofort. Yo, there you go. Alles klar. Und dann hier die Hitzeresi 1. Die kostet auch 11. Ich pack's ja wohl nicht. Komm schon, Ägypten. Shut up. Olympische Spiele fortgesetzt. Sehr gut. Yeah, yeah. Und von dort hat sich jetzt auch alles verbreitet. Oder zumindest mal England mit angesteckt. Sehr gut. Neue Sterilisationsluftfilter in Flugzeugen. Sie sind nicht infizierbar. Ist jetzt aber auch erstmal nicht schlimm. Würde ich fast mal behaupten. Come on. Yeah. Und dann. Hitzeresistenz. Kälteresistenz. Ach, Arzneimittelresistenz 2 kostet 25. Müssen wir aber leider machen. Überempfindlichkeitssymptom mutiert. Perfekt. Husten wäre auch gut gewesen. Aber, yo, whatever. Hey. Hey. Yay. Komm schon, da geht noch was. Ja. Ja. Yeah. Okay, es sind nicht mehr viele Punkte. Fehlt nicht mehr so viel. Allerdings geht jetzt auch gerade wieder nichts. Komm schon. Pilz. Pilz, my ass. Go, go, go. Hallo. 25 Punkte, sehr schön. Dann Arzneimittelresi 2. Dann können wir jetzt gleich mal ein bisschen explodieren und uns mehr verteilen. Gucken, was der Spaß hier kostet. 7 Punkte, ja, das nehmen wir mit. Dann machen wir das lieber zuerst. Yes, und... Hi, Russland. Yo. Und das kostet jetzt 22, Alter. Echt jetzt? Ja gut, da haben wir sie schon. Und dann machen wir natürlich so ein paar Spore-Explosionen. Yay, 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 yay. Stopp, nicht so schnell. Ab, ab, ab. Leck.
2, 3, 4, 5, 6. Und den hier auch noch. Jetzt geht's ab. Ja, das hätte ich mal. Alter, hätte ich mal auch geraten. Wow, 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 wow. Alles klar. So, dann Symptome auf jeden Fall. Die zwei hätte ich sowieso gemacht. Das hier und das hier, das hier und das hier und das hier. Und jetzt ist die Frage, gehen wir direkt weiter und werden tödlich? Ich glaube nicht. Nicht zu viel auf jeden Fall. So. Blub, blub. Wenig gefährlich, super. So muss es sein. Können wir hier noch was weiterentwickeln. Die Frage ist, was soll es sein? Was zur Hölle? Not sure. Vielleicht machen wir hier mal so Vögel 2. Oder, na, Luft. Ich bin mir nicht sicher, ey. Luft könnte natürlich auch noch was bringen. Yo. Was kostet das hier? 11. Jo, komm, machen wir. Alles klar. Vögel 2 ist gut. Und das hier kostet 15. Nagetiere. Die können wir natürlich auch noch mitnehmen, komm. Mache. Und dann sieht es eigentlich erstmal soweit gut aus. Jetzt müssen wir halt nur noch gucken, dass wir alles verlangsamen. Das heißt, wir brauchen das, das und das. Die große 36. Gut, nehmen wir mit 36. Ne, groß ist das nächste. Nahe Osten schließt die Landesgrenzen. Macht ja nichts. Mehr Punkteblocks. Was fehlt denn eigentlich noch? Einiges. Abszesse-Symptom mutiert. Okay. Gut, war jetzt nicht unbedingt erforderlich, aber okay. Gib ihm. Yay, yay, yay. Und das reicht leider noch nicht. 14% sind erforscht. Das kostet 39 Punkte. 11 und 19. Ah, 39. Vielleicht warte ich wirklich noch ein bisschen ab. There you go. Nekrose incoming. Und dann Anfälle 13 und Lähmung 20 Punkte. Die Anfälle sind auch schwerer zu heilen? Nee, also erstmal das hier für 20 Punkte. Ja. Deutschland richtet infizierte Menschen hin. Unglaublich, bringt aber nichts. Erster Todesfall in Algerien. Warum hat Deutschland die dann hingerichtet, wenn die überhaupt noch nicht wussten, dass das hier tödlich ist, hä? Freaks. Okay, cool. Let's go. 25%. Nice. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann ist ja die Frage, Wahnsinn kostet 39 und Koma 43. Ich glaube, Wahnsinn wäre schon mal nicht schlecht. Haben wir denn eigentlich alles infiziert? Noch nicht ganz. Globale Forschung richtet Blick auf Heilung, aber nimm mal lang. Das garantiere ich euch. Kanada bei Heilmittelforschung führen. Jetzt geht das wieder los. Was fehlt da noch? Ein paar? Ja. Okay, sehr geil. Dann machen wir Wahnsinn. Und dann können wir noch ein paar Sporen raushauen. Systemische Infektionen. Supergeil. Ja. Ja. Und dann Bolivien, Grönland, Island, Philippinen und Australien. Schlecht. Das und das. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Blub, blub. So, Grönland, Island, Philippinen. Grönland, Island, Philippinen. There you go. Jawohl. Alles klar, alles infiziert. Jetzt können wir die restlichen Punkte einfach nur noch dafür aufwenden, alle zu töten. Sehr geil. Das heißt, Koma brauchen wir. Für 52 fucking Punkte, okay. Na ja, gut, aber das ist eigentlich im grünen Bereich. Was ist denn hier los? Es dauert lang. Ja, Mann. Komm schon, mehr töten. Jawohl, eigentlich tötest du gerade schon viel zu viel. Mehr infizieren wäre gut. Was haben wir hier? Husten ist am Start. Das, ja. Nee, komm, wir warten, bis wir Koma hier machen können. US-Präsident ist sogar erkrankt. Das geschieht ihm anscheinend auch recht, würde ich sagen. 58% des Heilmittels. Wir können auch einfach versuchen, dagegen anzukämpfen, ne? Was ist denn los, Grönland? Es dauert lang. Es geht ein bisschen zu schnell. Ihr müsst infektiöser werden. Viel infektiöser. Infektiöser. Mhm. Mit Niesen. Auf jeden Fall. Und Infektionsrate erhöht. Ja, gucken wir mal, ob das schon was bringt. Ich hoffe es. Ja, doch, sieht eigentlich ganz gut aus. Fiebersymptom mutiert, okay.
Es ist nur noch Grönland, was mir ein bisschen Sorgen macht. Aber es wird. Was mit Island? Island geht, okay. Grönland jetzt auch. Gut, dann müssen wir uns jetzt eigentlich nur noch darum kümmern, die Forschung zurückzuhalten. Das sollten wir. Grönland, hallo. Mal kurz beschleunigt, ja. Zack, bam, und Grönland direkt explodiert. Machen wir mal hier so ein Reshuffle-Gedöns. 70, sehr gut. 70%. Korea in Anarchie verfallen, sehr gut. Die gesamte Menschheit ist infiziert, sehr gut. Und wir sind eigentlich schon tödlich genug. Ich brauche gar kein Koma mehr zu machen, glaube ich. Ziemlich sicher. 70 Punkte, das kostet. 22, nimm es. So, 69%. Jetzt müssen wir noch warten, bis alle sterben, ja. Was natürlich eigentlich ziemlich easy ist, ja. Vor allem der Fortschritt bewegt sich jetzt auch nicht mehr so sehr. Komm, dann reshuffeln wir nochmal. Na, komm. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen Koma machen. Komm, scheiß drauf. Wir sind eh schon alle infiziert. Also, let's go. Nice. 64% des Heilmittels. Pilz. Sehr geil. War gar nicht so einfach. Aber we did it. Komm schon, töte sie alle. Fast as shit. Na, sind noch ein paar Länder am Leben. Gut, sind ja auch noch 40 Millionen am Start. Ja. Dip, 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 du. Ja, hier ist ein bisschen gedauert, aber war trotzdem sehr cool. Mal gucken, was das für eine Wertung gibt. Dip, dip, du. 14 Millionen, okay. Ich würde sagen, der Pilz hat euch alle gekillt. 8 Millionen, 7, 6, 5. Und es sind immer noch einige Länder am Leben. Na gut. Come on. Mega Maschnom-Gene manipuliert. Ja, schade. Damit kommt ihr jetzt, ja. Jetzt bringt es euch leider auch nichts mehr. 2 Millionen. Oh, es sind immer noch einige am Leben. Die Centerie-Symptom mutiert. Yay, jetzt sterben sie noch schneller. 1 Million. Mhm. Immer noch viele Länder da. Mega Maschnom wird die Menschen vernichten. Das merkt ihr allerdings ziemlich früh, ja. Okay, 400.000. 300.000. 200. 100. Gucken wir mal. Ja, es sind immer noch einige Länder. Ja, 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 ja. 50.000. Komm, mal ein bisschen schneller noch. Und dann... Okay. 15. 8, 6, 4, 3. Libyen, Simbabwe und die Philippinen. Libyen, Simbabwe und die Philippinen. Libyen hat als letztes überlebt. Und tschüss. There you go. Mega Maschnom hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgerottet. That was awesome. Und mega brutal. Leider nur eine 4-Sterne-Wertung. Aber ist okay. Meine Fungus namens Mega Maschnom hat die Menschlichkeit in 1080 Tage zerstört. Esse meine Deutsch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst Kommentare und Likes. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Beziehungsweise ihr hört mich zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Yeah, hey.